Aber genau deswegen geht man ja ins Stadion, um Neymar zu sehen, wie er Skills zieht. Also. Ja. Peace, Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Reaction und zu einem neuen Video, das ihr euch gewünscht habt. Und zwar dieses Mal zum Thema 14 verbotene Tricks im Profifußball. Da bin ich mal sehr gespannt, was uns erwartet. Ich würde sagen, genug gelabert, wir starten rein in die Reaction. Gerne natürlich den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, so unterstützt ihr unsere Arbeit enorm. Natürlich wie immer unten verlinkt, deshalb bin ich mal sehr gespannt. Welcher dieser Fußballtricks ist verboten? Der hier, der Brasilianer Kerlon, war der König dieses Dribblings und wurde dadurch weltberühmt. Ah, die Brasilianer mit ihren Tricks. Und auch Nani sah man des Öfteren mit dem Ball auf dem Kopf jonglieren. Und hey, scheint ja erstmal kein. Hey, was safe kann man doch da einfach mal so kurz dazwischen grätschen und das Ding abfangen. Eine schlechte Idee zu sein. Der Ball ist ja ziemlich schwer für den Gegner zu erreichen. Was? Ja, aber wie leicht man bei einem Kopfball jemand aus seinem Gleichgewicht bekommen könnte. Einfach Bodycheck so ein bisschen, dann hast du ja schon verloren. Was uns zu dem Problem des Ganzen führt. Coelho schlug Kerlon seinen Ellbogen ins Gesicht. Nicht immer endet das Ganze so brutal. Aber der Gegenspieler kann nur an den Ball kommen durch ein hohes Bein. In den Regeln des Fußballs steht, dass gefährliches Spiel verboten ist. Und ja, wenn man mit dem Ball auf dem Kopf dribbelt, dann kann der Schiedsrichter das als gefährliches Spiel bewerten, weil man sich ja selber gefährdet. Ah, habe ich wieder was gelernt. Doch das war noch gar nichts. Hier sind weitere Fußballtricks, die verboten sind. Beim Elfmeter zum Beispiel gibt es einige Regeln. Schaut euch mal das hier an. Der Spieler läuft an und verzögert. Früher war das verboten, heute ist es erlaubt. Aber wie wäre es hiermit? Ja, auch erlaubt. Ja, safe, warum sollte das nicht erlaubt sein? Schütze darf sich beim Anlauf um die eigene Achse drehen. Neymar jedoch benutzte vor ein paar Jahren diesen Trick. Er hat das. Er lief. Das zählt. An und stoppte dann im letzten. Aber man darf doch die Bewegung beim Elfmeter nicht komplett verzögern. Also muss er immer in Bewegung bleiben. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es zählt. Moment, die Ausholbewegung. Der Torwart entschied sich bereits für eine Ecke und Neymar musste den Ball nur noch lässig ins Tor kicken. Das Das kann nicht Ganze sein. funktionierte so gut, dass auch andere Spieler anfingen, diese Taktik zu benutzen. Doch dann kam die FIFA und sagte, wenn das Standbein neben dem Ball steht, dann darf die Ausholbewegung nicht mehr unterbrochen werden. Was ja Sinn macht, ist ja sonst nicht so fair gegenüber dem Torwart. FIFA, da hast du mal was richtig gemacht. Unser nächster verbotener Trick ist auch beim Elfmeterschießen. Ihr alle erinnert euch an diesen Elfmeter. Ja. Messi passt zu Suarez und der schießt dann ins Tor. Super Trick, weil es den Torwart total verwirrt. Und ja, das ist erlaubt. Doch stellt euch vor, der Schütze legt sich den Ball hin, geht zurück, der Schiedsrichter pfeift und plötzlich rennt jemand anders aus dem Team nach vorne und schießt ins Tor. Geiler Trick, oder? Nur leider ist das Ganze nicht erlaubt. Es macht das doch kein Tor Mensch. Wird dann nicht gegeben, es gibt Freistoß für die andere Mannschaft und noch dazu gibt es eine gelbe Karte. Und jetzt zu einer, ja, einer sehr fragwürdigen Aktion. Ballsperre, oder? Was war passiert? Siphon Moeti zeigt seine Skills in der südafrikanischen Liga und bekommt eine gelbe Karte. Warum? Der Schiedsrichter sah das Ganze als unsportliches Verhalten gegenüber dem Gegenspieler. Ja, das hielten die Kommentatoren von der Entscheidung. Lustig zum Anschauen ist es, aber ja, ein wenig übertrieben vom Schiedsrichter, oder? Was meint ihr? Schreibt in den Kommentaren. Ich liebe Futsal und einer der beliebtesten Tricks dort, der Rainbow Flick. So krank, auch Alter. Liebevoll der Okocha-Trick genannt. Ha. Ihr könnt mal kommentieren beim Rainbow Flick oder Okocha-Flip, welchen Spieler ihr da als erstes im Kopf habt. Bei mir ist es tatsächlich Neymar, wenn der das als beim Eckball gemacht hat. Das sah immer sehr, sehr geil aus. Der Typ war ein Wahnsinnstechniker. Legende. Doch als Neymar das Ganze probierte, ja, da lief das Ganze nicht so wie geplant. Warum? Der Schiedsrichter wies ihn anscheinend darauf hin, nicht anzugeben. Dies könnte als unsportliches Verhalten gesehen werden. Und Neymar. Aber genau deswegen geht man ja ins Stadion, um Neymar zu sehen, wie er Skills zieht. Also. Ja, der fragte den Schiedsrichter, was er denn wolle. Er spiele nur Fußball. Und der Schiri, der gab Neymar daraufhin eine gelbe Karte. Ja, also schon ein wenig übertrieben, Herr Schiedsrichter. Ja, und jetzt eine Szene, die auch aus einem Anime sein könnte. Alter. Jetzt eine Szene, die auch aus einem Anime. Das war meine Kindheit oder von vielen wahrscheinlich Captain Tsubasa. Anime sein könnte. Coventry spielte gegen Everton im Jahr 1970. Es gab Freistoß.
Was für ein Tor. Es wurde sogar als BBC-Tor des Jahres gewählt. Jedoch wurde dieser Move prompt verboten. Es ist jetzt nicht mehr erlaubt, beim Freistoß den Ball so in die Luft zu heben. Schade. Ja, Bruder, das wäre mega der Vorteil eigentlich, aber warum es verboten ist, finde ich auch ein bisschen übertrieben. Voll aus. Und wo wir gerade von Fußballkünstlern sprechen, da darf dieser hier nicht fehlen. Ronaldinho. Ein wahres Genie am Ball. Und hey, warum eigentlich nicht den Ball während des Spiels? Alter. Choco Bonito, das war so richtig Kindheit. Ultra geil, das habe ich so oft geguckt mit Robinho noch. Und hey, warum eigentlich nicht den Ball während des Spiels mit dem Knie fangen wie Ronaldinho und dann so weiterlaufen? Falsch, ja. Gute Idee, ist aber nicht erlaubt. Ich meine, stellt euch mal vor, Ramos ist euer Gegenspieler. Ja. Gleiches gilt für diesen Trick, den wir alle kennen. Aber auch keine so gute Idee. Das, ich schwöre, das war von jedem die Kindheit, oder? Sich vorzustellen, Ball nacken und dann ins Tor rennen. Das ist vor allem der Nackentrick, warum man mit dem T-Shirt ausziehen, das ist so Flashback. Die Idee, das bei einem Spiel zu machen. Verletzungen sind davor programmiert und deswegen kann das auch als gefährliches Spiel gewertet werden. Und auch bei unserem nächsten Trick, da will ich Ramos nicht auf mich zukommen laufen sehen. Jan Gunnar Soli von Hammarby stülpte seinen Trick. Das Safe-Ballsperre. Über den Ball, sieht cool aus, die Regeln sagen aber nein dazu. Und hey, wir sprechen hier die ganze Zeit über das ist verboten und dieses verboten, aber wisst ihr, was erlaubt ist? Uns zu abonnieren. Und unser nächster, ja, es ist eigentlich kein Trick, unser nächster Punkt ist überall auf der Welt verboten, außer auf den Färöerinseln. Weil es in den Stadien der Inselgruppe häufig starke Windböen gibt, darf beim Elfmeter ein Mitspieler den Ball für den Schützen festhalten. Ja, kein Scherz, ansonsten würde der Ball immer wieder vom Elfmeterpunkt wegrollen. Das sind mal Probleme. Und apropos, was für coole Fußballblätter. Alter, das da mal ein Review zu drehen auf diesem Platz, das wäre ultra geil. Jetzt gibt es da. Stellt euch vor, euer Team führt. Und was macht der Torwart, um ein wenig Zeit zu schinden? Er lässt sich Zeit mit dem Ball in seiner Hand. Aber es gibt ein Zeitlimit, 6 Sekunden. Kennen vielleicht die manchen von euch aus FIFA. Falls der Torwart das Ganze nicht einhält, dann kann der Schiedsrichter sogar indirekten Freistoß geben. Und für alle von euch, die jetzt sagen, ach, das macht doch eh kein Schiri, dann schaut euch mal das hier an. Wir sind bei den Olympischen Spielen 2012 in England. Halbfinale beim Frauenturnier zwischen Kanada und den USA. Es war ein Wahnsinnsspiel. Kanada führte 3:2. Die Schiedsrichterin gab tatsächlich indirekten Freistoß. Kanada konnte es nicht glauben. Was für ein Pech. Da gab es tatsächlich Handelfmeter. Und am Ende verlor Kanada das Spiel 4:3. Auch dank einer sehr fragwürdigen Schiedsrichterentscheidung. Und wo wir gerade von Elfmetern sprechen, einer der absoluten Elfmeterkiller ist Weltmeister Emiliano Martinez. Der weiß ganz genau, wie er in die Köpfe seiner Gegenspieler kommt. Ist aber seit dieser Saison nicht mehr erlaubt. Der Torwart darf nicht gegen den Pfosten oder die Latte hauen oder auf sonstige Weise den Spieler ablenken. Die Gegenspieler von Martinez, die wird es... Kann ich gar nicht leiden. ...freuen. Und jetzt zu einem Trick, von dem wir alle wissen, dass er verboten ist. Der Torwart nimmt nach einem Rückpass den Ball in die Hand. Das war aber nicht immer verboten. Jedoch wurde diese Taktik in den frühen 90er Jahren so extrem genutzt, dass jedem Fußballfan dieses Zeitschinden auf den Wecker ging. Ich meine, schaut euch mal Dänemark an bei der Euro 92. Der Torwart durfte seitdem Rückpässe nicht mehr mit der Hand aufnehmen. Und ja, das geht auch für Rückpässe stressig, mit dem Kopf, Alter, die versuchen, diese Regel auszutricksen. Netter Versuch, Verratti. Der Fußball entwickelt sich ständig und bekommt neue Regeln. Wusstet ihr zum Beispiel, dass ab der 2023-Saison lange Torjubel vermieden werden sollten und diese jetzt auch ganz exakt nachgespielt werden? Und auch 2019 gab es eine neue Regel. Beim Abstoß durfte der Torwart jetzt seine Mitspieler auch innerhalb des Strafraums anspielen. Doch das Ganze ging total nach hinten los. Denn ein paar Teams, die fanden ein Schlupfloch, wie es sich die Regelhüter wahrscheinlich nicht vorgestellt haben. Der Torwart lupft den Ball zu einem Spieler, der köpft den Ball zurück. Und der Keeper fängt den Ball mit der Hand und kann jetzt bis an die Grenze des Strafraums gehen. Kein Rückpass laut der damaligen Regel. Das wurde aber schnell verboten und somit ist auch dieser clevere Trick. Das war richtig schlau. Und nach all diesen Verboten jetzt kein Trick, aber eine lustige Regel. Wir sind beim WM-Finale 1974. Deutschland gegen die Niederlande. Die Atmosphäre im Olympiastadion in München ist fantastisch. Alle warten auf den Anpfiff, doch der Schiedsrichter will das Spiel nicht anpfeifen. Die Platzwarte hatten die Eckfahnen vergessen und ohne die darf ein Fußballspiel nicht beginnen. Mit 2-minütiger Verspätung ging es dann los und wir bekamen unseren 2. Stern. Aber wusstet ihr, dass auch so mancher Torjubel verboten ist? Schaut dieses Video, wenn ihr sehen wollt, für welchen Jubel Neymar...
Das könnte man sich auch mal angucken, wenn ihr Bock drauf habt. Torjubel, die nicht erlaubt sind. Ihr könnt gerne mal Feedback da lassen, was ihr als nächstes sehen wollt. Bis dahin, Leute, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.